Hi. Hi. Hey. Na, ihr auch hier, oder was? Das ist gerade in der Hölle. Geil. Guck mal, wir liegen auf einem Viech. Geil. Ja, wir haben gerade nochmal Bestandsaufnahme gemacht und der Soli hat leider entdeckt, dass heute irgendwie der Wurm wenn drin sich war. Die Bestie erhebt. Schlag zu. Ich habe 3 Folgen, wenn man mich nicht hört. Ich werde rechtzeitig, wenn ich mich daran erinnere, auf Twitter ankündigen, dass ihr die Folgen dann bitte bei der Mary schaut. Eine Bestie da, wo sie am schwächsten. Und mindestens beide gleichzeitig schauen. Damit. Den Bauch schieben, wenn sie sich hinstellt. Damit ihr auf jeden Fall Ton habt. Kann man nicht wechseln vom Bogen? Nein. Okay. Bogen only. Du kannst deine Bestie nicht im Dunkeln. Ja, umgelaufen. Leider vorher nicht geprüft. Hä? Okay. Ah, okay. Feuer entzünden, um die Halluzinationsbärchen, die nicht unbedingt welche sind. Ah ja, ein bisschen auf Titan gehofft. Musiker, okay, wir müssen auf jeden Fall Feuer finden. Ja dann. Hier ist noch eins. Ja, ich entzünde auch noch eben die Feuer. Haben alle. Der immer schön auf den Bauch schießt. Einfach eine innere Bestie. Oh Gott, ist der groß. Lass mal nicht hier. Und die packen wieder aus, ne? Ist das ein Bossfight? Kämpfen gegen uns selber. Aber jetzt immer die Fackeln wieder anmachen. Geh zum Rechten. Okay. Boxen? Entfessle die Macht, die dich durchströmt. Ich hab Aua. Was zur Hölle? Komm runter! Naja, oh, dann boxen wir dich halt. Weg hier. Naja, ja, ja. Auf die Bärennase. Ehrenvolleyball! Juhu! Nicht erlaubt werden, an dem Wunder teilzuhaben. Selbst wenn ich sie liebe. Selbst wenn sie zur Familie gehören. Ihr dürft die Bestie der Sünde nicht füttern. Mein Sohn fände es eh cool, wenn er nicht da wäre. Von daher, das glaube ich nicht schlimm. Du wirst die Hirtin meiner Leute sein. Begleite mich nach New Eden. Ja, geil. Wir werden der Babo. Wir werden der Babo. Ich weiß aber nicht, ob ich Babobine sein möchte. Naja, besser wir als der inkompetente Sohn. Naja, aber der wird uns nicht besonders mögen, wenn unsere wir ihn von Zukunft schufen. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Hi. Wir müssen uns von ihm lossagen und Vater. Ja, moin. Ethan. Vater? Der Vater. Moin. Wo bist du gewesen? Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um Gottes Plan zu hören. Meine Kinder. Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben.
Gott sprach zu mir. Und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt. Hier, Gott hat ihre Seele geprüft und sie ist gut und sie ist rein. Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass diese Fremde unsere Hirtin ist. Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ich bin der Anführer hier. New Eden folgt mir! So. Ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Kommt! Lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Keiner hat Bock auf Arsch, Sohn. Keiner hat Bock auf Arsch, Sohn. Keiner hat Bock auf Arsch, Sohn. Ein Puma. Josephs Worte lenken mich. Wir kämpfen jetzt schon ewig gegen die Highwaymen. Aha. Aber ich habe sie noch nie so angespannt gesehen. Jetzt schon. Hier noch irgendwas Tennessee umräumt. Den angepissten Sohn, hier ist eine Notiz. Haben wir die schon mal gelesen? Angepisste Sohn-Notiz? Nein. Ein Gebet. Mutter, ich habe es aufgegeben, ihn so zu sehen, wie du ihn sahst. Es tut mir leid. Er hat von mir verlangt, mich wie sein einziger Sohn zu verhalten, während er Vater von allen war, doch niemals von mir. Er hat alles verlangt und nichts gegeben. Ich glaube, ich hasse ihn dafür, dass er uns verlassen hat. Mit jedem Tag haben mich Zorn und Neid stärker im Griff. Manchmal kann ich kaum noch atmen, aber das geht niemandem etwas an außer dich, mich und Gott. Ich muss in den Augen aller ein Anführer sein, egal was passiert. Ich werde dich stolz machen, in Liebe, Ethan. Glaub, Mama ist nicht mehr, auf jeden Fall. Nee. Da einige Leute es in Frage stellen. Ja, Joseph ist mein Blutsvater. Zumindest hat mir das meine Mutter erzählt und ich glaube ihr. Ihr Name war Megan. Sie hat mich allein außerhalb von Hope County aufgezogen. Nach dem Kollaps machten wir uns auf nach New Eden. Doch sie starb unterwegs. Irgendeine Krankheit. Jedenfalls dachte sie, ich müsste hier sein, als Josephs Stammhalter. Und so bin ich nun hier. Na dann. Hast du gut gemacht. Buddy! Bereits jetzt greifen meine Auserwählten die Highwaymen in den langen Nächten an. Nun bitte ich sie, Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen. Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen. Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk. Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache. Die der Gewalt. In der Hinsicht kann mein Judge dir helfen. Bevor du unsere Hirtin sein kannst, musst du unser Schwert sein. Geh und mache dieses Land sicherer für alle, die in Frieden leben wollen. Neuer Gefährte? Mhm.
Ich muss das Achievement geben, glaube ich. Josephs Geheimnis abgeschlossen. Rückkehr nach Ebene erfolgt freigeschaltet. Bewerbungsabschluss abgeschlossen, ja. Achievement. Der Weg nach Norden ist gefährlich. Okay, wir müssen jetzt zurück nach Prosperity. Mit Kim Spraken. 10 Vorteilspunkte. Übrigens, ich habe erkannt, dass ich eine Achievement nicht bekommen habe, was ich hätte bekommen müssen. Ja, never mind. Guck mal in deine Vorteile. Hm? Ja. Sehe nichts. Hier unten sind Fähigkeiten dazugekommen, bei ihr offenbar nicht. Ah, na, da wieder extra Wurst da drüben. Hier haben wir Glaubenssprung. Drücke in der Luft Leertaste, um höher zu springen. Ah, Glaubenssprung, den haben wir schon mal wo gelesen. Hab da nix. Dann haben wir Geist. Halte C gedrückt, um vorübergehend schwerer von Menschen auffindbar zu sein. Darf ich die nicht haben? Haben wir Jezorn. Halte Z gedrückt, um vorübergehend Geschwindigkeit und Nahkampfschaden zu erhöhen, den erlittenen Schaden zu verringern und nicht mehr niedergeschlagen werden. Toll. Dann noch Edens Berührung. Takedowns füllen Edens Geschenk und deine Gesundheit wieder auf. Davon werden automatisch plündern. Und Edens Geschenk generell. Erhöht die Regenerationsrate von Edens Geschenk. Cool, ich lerne mal was, ne? Traumsprung. Wir können dir. Na, danke, danke. Willst du nicht auch? Geht ja nicht. Ja, das ist doof. Ich bin mal besser von dem, was alles ausgegrenzt wird. Ja, sie wird ein bisschen, naja. Ich bin nicht salzig, aber dass ich jetzt nicht mehr Sachen lernen darf, quasi, das wird langsam schon echt hart. Ich habe 5 Vorteilspunkte dafür bekommen, dass ich Sachen geskillt habe. Irgendwas übersehen kann nicht sein, oder? Hast du irgendwas gemacht, was ich nicht gemacht habe? Huch. Ja, geil, Double Jump. Gemein, ich will auch. Ich hatte Z gedrückt, da passiert nichts. Also, ich habe U gedrückt halt. Wir haben dich im Auge. Gedrückt halten passiert auch nicht, warte mal. Vielleicht nicht hier drin? Ich weiß nicht, was du da gerade. Achso, hätte C gedrückt, okay. Huch. Du qualmst. Hast du wieder entfahren lassen? Nein. Ja. Okay, da unten habe ich jetzt so eine zweite Anzeige. Das ist so ein Blitz. Das ist Ausdauer. Kann ich dir nicht sagen. Das okay, besitzt sich nicht. Na nee, gut, ich habe jetzt was bekommen, was sie nicht hat. Ich kann mal googeln. Aber scheinbar... Ich meine, hey, ist doch kein Problem. Weißt du? Ja. Du darfst alles machen, was ich auch machen kann, wenn du hier hochkommst. Scheiße, schafft sie es sogar. Geil, hab gewonnen. Wo krieg ich meine Belohnung? Jetzt will ich Schoki. Gib mir Schoki. Schoki. Ja, das kann ich nicht, jetzt bin ich tot. Schoki, ich bin mal kurz AFK. Okay, die Sache ist, bevor wir weiter Hauptquest. Oh, mutierter Elitebär ist hier übrigens, wollen wir mal? Oh Gottes Willen, ja, na klar, macht schon Spaß. Meine, das können wir eigentlich nochmal ein bisschen rumeideln. Wir haben jetzt recht viel Story gemacht schon wieder in den letzten Völkchen. Was du sehr interessant fand. Machen. Aber ja. Ja, ja. Oh. Ja. Würde ich fast sagen, dass wir. Kommen wir hier rüber. Hier ist ein Ausgang. Ich schaff's bestimmt auch so. Nein, schau wieder. Oh, hier kommen hier raus. Mal auf. Na, wir sind hier voll der Hürte, lass uns mal raus, Mann. Der Hürte. Wingsuit! Ich rede bald gar nicht mehr. Ich hab doch nichts gesagt. Mach ich das einfach wieder Sony, mach mein Mikro aus und. Ich hab mein Mikro nicht ausgemacht, OBS ist nur ein Scheißprogramm. Hier darf ich. Egal. Hier kein geschlossenes Tor? Doch. Okay. Das war ein Knopf, den ich drücken konnte. Verrückt. Und das erlauben die dir? Ja, tatsächlich, ohne, dass ich dir die Erlaubnis dazu gebe? Schon verrückt, ne? Die lässt nach. Ja, echt mal. Dass ich jetzt nicht mal Skills lernen darf, das ist schon ein bisschen. Na, liebe Entwickler. Ja, das ist. Also, wenn ich hier keine Sammeleigenschaften von mir aus. Okay, aber.
dass ich das halbe Spiel nicht spielen darf, weil ich Mitspieler bin. Das wollte ich gar nicht, da wollte ich hin. Ja, sie wird schon leicht eingeschränkt in dem, was sie machen kann. So könnte also, man es sagen. Ich sag mal, das Spiel hat eigentlich keine Nachteile, wo ich irgendwie Punkte abziehen würde, weil es einfach durchweg gut ist. Vom Spielerischen definitiv, also vom Gemachten. Aber einem Spieler so viel im Koop wegzunehmen, ist dann auch schon wieder nicht so cool. Muss man wirklich einen mutierten Elite-Bären im Nebel jagen? Der Nebel hat hier wieder auf, war eine Nebelwand. Und dann... Hallo, mutierter Bär. Hallo, mein Mann. Hallo. Okay, warte, pass auf. Kein mutierter Elite-Bär. Okay, nein, pass auf. Das ist ein Hund. Nee, ein Wolf. Das ist egal. Na, wo ist Lockichan? Gibt's noch mehr von? Wolfshaut ist doch voll. Ja, gibt's hier nicht mal einen Bären. Hier. Warte mal, warte mal. Da ist noch eine Blume. Ja, komm her. Da ist eine Blume. Oh. Oh, oh, wir haben ihn gefunden. Das ist aber kein Superbär. Ein süßes Multidated-Bär. Oh. Hopp, 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 hopp. Das ist ein Superbär. Ja, stell dich mal auf deine. Oh, ich hab einen kritischen Hit gelandet. Ja, er ist fast down, er ist fast down. Er ist down. Sauber. Erfolg freigeschaltet, töten oder getötet werden. Oh, ich darf auch mal wieder einen Erfolg freischalten. Das ist ja nice. Scheiß macht das auch oh, cool, dann kann ich mir eine neue Superfähigkeit kaufen. Aber schön. Geht so, dann halten sie Z gedrückt und vorübergehend Geschwindigkeit und Nahkampfschanz. Oh ne, doch nicht, mir fehlt ein Punkt, verdammt. Ach, die werden teurer mit jedem, den man kauft. Wie, der überlebt einen 1200er Schuss, willst du mich veräppeln? Und noch eine Blume. Hier, mehr Beeren bitte, let's go. Immer mehr. Mehr Beeren bitte. Achso, schmeißt du ja mit Köderfleisch? Ah. Ja. Au. Oh. Diese Kreuzung jetzt hier. Hm. Hey, wie wär's mit dem Herr Bär? Hey, wie wär's mit mehr Beeren? Ich hab auch noch was. Bornt dann was, oder was? So aus. Jedes Mal, wenn wir irgendwas hinschmeißen, kommt irgendwo wer her. Aua. Ich glaube, unser Schlachtfest hat schon irgendwelche Geier angelockt und der kreist hier um uns. Alter, guck dir das mal an. Was ist das denn hier? Große Sterben. Oh, ein Wurfball. Geht immer noch. Oh, ist verrückt, ne? Hier. Oh, ein Messer. Kommen schon die Geier an hier. Groß. Richtig so, richtig so. Das wird schon, nett schon. So, nochmal Fleisch herstellen. Ja, ja, geil. Oh. Oh, ja genau, werf mal einen Molotow. Aber wobei, ist eine gute Idee. Oh. Ein Tier scheint sich in den Kühlschrank zu interessieren. Egal, warum. Ah, geil, noch ein Barbecue hier. Wir haben gerade vorhin über das Grillen gesprochen. Ah, du machst erstmal einen Waldbrand, ich sehe schon, kein Problem. Wird jetzt auch Elite werden. Aber scheinbar. Wie groß ist denn so? Da ist einer, da hinter dir. Oha. Ja, lauf mal mir hinterher. Mach mal. Komm, wir drehen im Kreis. Geil. Jetzt machst du das. Ja, genau, geh hoch. Ah, Stein, ne? Stein. Mach doch nicht. Geh weg.
tot. Also irgendwie sind die Mutierten... Ich werde nicht sagen, ne? Aber die Mutierten sind irgendwie auf Art und Weise ein bisschen leicht. Wenn man die Schwachstellen trifft, macht man so viel Schaden. Ich würde aber sagen, bei den ganzen Tierhäuten, die wir nicht mehr mitnehmen können, würde ich trotzdem mal nach Prosperity dann freisen. Rein schön zum Verkaufen. Okay, vielleicht können wir ja mittlerweile auch was Neues herstellen. Genau. Elite-Waffen und so. Gut, dann reisen wir mal eben nach Prosperity. Das machen wir mal noch in der Folge, würde ich sagen. Ja. Dann mal irgendwann mit der Hauptquest. Als nächstes würde ich sagen, machen wir einfach wieder ein paar Schatzsuchen, die wir in der Mitte noch offen haben, die drei da. Wenn wir dürfen, ja. Vielleicht können wir uns jetzt auch oben im Norden ein bisschen weiter umgucken. Ja. Oh ja, gerne. Gerne. Drei Folgen, in denen ich nicht rede, ärgert mich dezent. Warte, weil ich das Ganze mit den VR-Quellen alles ab. Also diese Folgen sind alle nicht synchronisiert. Doof gelaufen. Wir müssen das besser im Auge behalten. Erst die eine Folge komplett ohne Ton. Dann jetzt Folgen ohne Reden. Und was ist mit seinem OBS nicht so ganz gut, die? Das Problem ist ja, dass... die mich im Discord gehört hat, also mein Mikrofon halt nicht deaktiviert oder sonst was war. Und ich war auch nicht gemutet. Es war einfach auf nicht angeschlossen, / aktiviert und so. Und dann ging halt einfach nichts. Es war so ein bisschen... Ja. So, schauen wir mal. Waffen. Legendär, please. Ich hätte gerne eine legendäre Waffe. Ich weiß, das hätten viele gerne. Auf jeden. Aber ich hab's verdient. Warte. Aber wir haben nicht eine Platine hinzubekommen. Ja, wir müssen ja auch erst noch die Felle verkaufen. Hab ich schon. Hast du schon? Hab ich schon. Der Bär scheint keine zu bringen. Nee, der Bär gibt Titan. Das ist ja toll. Dann werde ich den aber nicht verkaufen. Ach nee, Bison. Ach nee, ja. Der gibt Fiber. Kohlefaser, ja. Jedenfalls haben wir mehr Bisons und Pumas. Ja, Bison und Puma brauchen wir. Notiert natürlich. Hat uns also nicht so wirklich geholfen, wa? Ich würde eher sagen, hat uns überhaupt nicht geholfen. Kohlefaser haben wir. Wir müssen andere Elite-Viecher fahren. Welche droppen denn das? Puma und Bison. Ja, schön. Dann können wir uns dadurch jetzt immerhin nichts bauen. Das ist auch schön. Ist auf jeden Fall was wert. Wildhund. Ja, so Wolf und so ein Scheiß. Rädern. Tigerfisch. Ich kann 37 Healthpacks herstellen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus gerade. Das sah vorhin nochmal anders aus, wa? Das sah komplett anders aus. Aber das habt ihr alles nicht gehört, was ich da erzählt habe. Nein, das haben wir. Da haben wir uns was ausgeschimpft. Tja. Ja, können wir das machen. Was hab ich denn alles für Spezialmunition gekauft gerade? Irgendwas mit für Granatwerfer und Muni könnte ich auch nochmal mitnehmen. Ja, Muni konnte ich enorm viel. Oh ja, Spezialmunition. Das hat sich echt mal gelohnt. Und wir müssen Bison, sagst du? Ja. Bison und Puma. Und ich müssen wir das ja ganz gut auf der Karte sehen. Aber gerade für die Jagdsachen müssen wir relativ nah ranzoomen. Ranzoomen, ja. Jetzt haben wir hier Ente, Bäume, Schwarzbarsch, Tigerfisch, Elch, Rellenbarsch. Wir brauchen halt die Elite-Varianten, das macht ein bisschen schwieriger. Elite-Bären. Ja, da muss man quasi dann erstmal gucken, wo die Areale überhaupt sind. Wolf. Hier ist Elite-Bison. Kann ich das markieren? Ja, hab mal einen markiert. Da werden Bison. Ja. Die bringen was. Hier sind mutierte Elite-Bisons, ja. Da ist auch ein MP3-Player zufällig. Da in der Ecke. Huch! Da sind wir wieder weg. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht mehr groß auf Jagd. Auch wenn mein Partner etwas das Grinsen verliert. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Und
würde sagen, für heute reicht es dann auch erstmal wieder. Wir dürfen nicht mehr weiter auf. Weil Mary möchte das nicht. Genau, die Mary möchte ins Bett. Aus Gründen. Eigentlich hat sie gerade noch keine Gründe. Ich habe Gründe. Aber aus zukünftigen Gründen. Genau. Einfach vernünftig. Tut mir leid. Ja. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao. Oder vielleicht auch nicht, hinter uns. Ja, moin. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.